Heute erscheint das neue Spiel Bezirkle im App Store und deshalb stellen wir es euch heute gleich mal vor. Dazu gehen wir jetzt hier auch gleich schon auf Start. Sehen jetzt hier die verschiedenen Kapitel. Bis jetzt gibt es 7 Kapitel. Ja, ich gehe jetzt hier schon mal in das erste Kapitel und suche mir hier ein Level aus, damit wir uns erstmal anschauen können, um was es überhaupt geht. Wobei jedes Level ein bisschen anders ist als das andere. Und zwar ist es so, dass wir jetzt hier in dem Level einen Gegner haben. Und es geht so, dass wir versuchen müssen, mehr solche Kreise zu erobern als der Gegner. Seht ihr, die färben sich dann hier rot, beziehungsweise bei unserem Gegner eben blau. Wie wir das machen, ist, dass wir hier rechts unten einen Knopf haben und ihr seht hier ja die kleinen Verbindungen zwischen den einzelnen Inseln und wir müssen dann eben auswählen, dass wir auf die Insel rüber wollen, indem wir dann bei der Verbindung eben tippen und einnehmen können wir sie dann, indem wir rumgehen und die Taste halten, damit ihr seht hier, die eben eingefärbt wird. Zusätzlich müssen wir auch immer darauf achten, dass wir genug Energie haben. Deshalb müssen wir diese schwarzen Teilchen sammeln. So. Spielen wir die Mission hier mal noch fertig. Ihr seht hier natürlich auch, auf manchen Inseln gibt es ja auch ein Schloss. Die können wir dann nicht einnehmen. So, jetzt nehmen wir hier noch diese Plattform eben ein und haben damit dann gewonnen. Und dann gehen wir hier mal in das nächste Kapitel und gehen hier einfach mal in das zweite Level. Und ihr seht jetzt, hier gibt es neue Sachen. Also hier solche Speed-Sachen, diese Pfeile eben. Und so ist eben jedes Level auch anders. Also es wird auf einem auf jeden Fall nicht langweilig, da immer was anderes zu sehen ist. Es gibt natürlich auch noch Level mit mehreren Gegnern. Dann ist also ein bisschen mehr los hier auf dem Feld. So, jetzt holen wir uns noch diese Plattform hier. Und dann holen wir uns hier mal noch die von dem Grün wieder zurück. Das können wir nämlich auch machen. Und ihr seht, dadurch, dass jetzt eben alle besetzt sind, wird jetzt zusammengezählt, wer am meisten erobert hat. Und somit steht dann eben der Sieger fest. Und man kann eben auch immer nur eine Plattform einnehmen, die an einem anderen von uns grenzt. Also wir können jetzt hier die zum Beispiel nicht einnehmen, weil die eben an kein anderes grenzt, welches uns gehört.
Ja, dann holen wir uns jetzt noch die hier. Und dann ist das ja auch schon wieder vorbei. Seht jetzt hier, wir haben knapp gewonnen. Wir haben 6, der Gegner hatte 5. Und wie gesagt, so gibt es eben eine große Abwechslung. Jedes Level ist anders und so plätscht. Möchte ich noch kurz auf den Mehrspieler-Modus eingehen. Denn ihr seht hier, wir können mit bis zu 4 Spielern spielen. Die können sich dann hier eine Figur auswählen und dann kann man eben an dem Gerät hier spielen. Das heißt, ihr sitzt dann eben um das Gerät rum und könnt dann gegeneinander spielen, was sicherlich auch nicht schlecht ist. Ja, auf jeden Fall sehr cooles Spiel, welches heute im App Store erscheint. Und ja, damit beenden wir dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.